Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części naszych przygód z Arsène Lupin. Zaczynamy nasze wspólne czytanie kolejnego epizodu. E więc zaczynamy. Se rend bien compte bien ceci, Arsène Lupin allons venue dans les quatre relativement restreint dans Trace Atlantique, que dis je dans ces petits coins des premières où l'on s'est retrouvé à tout instant dans cette salle à manger, dans ces salons, dans ces fumoir. Arsène Lupin, c'est peut-être ce monsieur E, c'est lui là, mon voisin de table, mon compagnon de cabine. Et celle va durer encore cinq fois vingt-quatre heures. S'écrit le lendemain, Miss Nelly, under Underdown. Mais c'est intolérable. J'espère bien qu'on va l'arrêter. Et s'adressant à moi, voyons, vous, monsieur d'Andresse, qui êtes déjà au mieux avec le commandant, vous ne savez rien? J'aurais bien voulu savoir. Quelque chose peut plaire à Miss Nelly. C'était une de ces magnifiques créatures qui, partout où elles sont, occupent aussitôt la place la plus en vue. Leur beauté autant que leur fortune éblouit. Elles ont une De fervent, de enthousiast. Tekst francuski bardzo trudny, bardzo zdania wielokrotnie złożone, to powoduje jeszcze trudniejsze, trudniejszą interpretację tego tekstu, nawet przy wymowie. I przechodzimy teraz do. Nemetsky. Stelle sich das einer nur vor: Achsen Lupin bewegte sich frei an diesem relativ überschaubaren Ort eines Übersiedampfers. Ach, was sage ich? innerhalb des kleinen Bereich der ersten Klasse mit Speisesaal. Lunch und Raucherzimmer, in dem wir uns die ganze Zeit aufhielten. Lupin war vielleicht dieser Herr oder jener mein Tisch-Nachbar oder Kabine-Nachbar. Das soll noch weitere fünfmal vierundzwanzig Stunden so weitergehen. Brach es am nächsten Tag aus? Miss Nelly Underdown heraus. Es ist nicht zu ertragen. Ich hoffe sehr, dass er festgenommen wird. Zu mir sagte sie. Und Sie, Monsieur Andres, der sich bereits bestens mit dem Kapitän versteht, Wissen Sie denn nicht mehr? Wie gern hätte ich etwas gewusst, allein um Miss Nelly zu gefallen. Sie war eins dieser zauberhaften Wesen, die, wohin sie auch gehen, alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wegen ihrer Schönheit und ihres Reichtums. sie verfügen über ein Gefolge, über Verehrer und entuzjasten. Dziękuję Wam za towarzyszenie w kolejnym wspólnym czytaniu i zapraszam do kolejnego epizodu z Arsène Lupin.